Der Motorsport lebt von seinen Legenden. Eine dieser Legenden ist der erste große Rennsporterfolg des Hauses AMG. Mit einem zweiten Platz konnten Hans Heyer und Clemens Schickedanz 1971 mit dem liebevoll Rote Sau genannten Mercedes-Benz 300 SEL beim 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa-Francorchamps den zweiten Platz belegen. Der Anfang der bis heute andauernden Erfolgsgeschichte von AMG im Motorsport. Spa-Francorchamps genau 40 Jahre später. Die Legende lebt. Kenneth Heyer, der Sohn des damaligen Triumphators Hans Heyer, geht zusammen mit Thomas Jäger und Stéphane Lemeret im SLS AMG GT3 des Team Black Falcon im historischen Design an den Start des 24-Stunden-Rennens. André Lebet, Brad Curtis, Jeroen van den Heuvel und Peter van der Kolk bilden die Besatzung des Schwesterfahrzeuges. Black Falcon will bei diesem Rennen nichts dem Zufall überlassen. Anspannung, Nervosität, jedoch auch Vorfreude ist dem ganzen Team wenige Momente vor dem Start anzumerken. Niemand Geringeres als die versammelte Creme de la Creme des internationalen GT-Sports wird es Black Falcon in den nächsten Stunden so schwer wie möglich machen, den historischen Erfolg zu wiederholen. 62 GT3 und GT4 Fahrzeuge haben die Reise an die belgische Ardennen-Rennstrecke auf sich genommen, um auf der 7 Kilometer langen Berg- und Talbahn ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Augen der Motorsportwelt richten sich an diesem Wochenende nach Spa-Francorchamps. Unzählige Journalisten und Kamerateams fangen die Ereignisse auf dem Traditionskurs ein. Zehntausende Zuschauer feiern ein großes Motorsport-Volksfest. Dann endlich heißt es startfrei. Enge Duelle im gesamten Starterfeld bestimmen die ersten Minuten. Aus dem Marathon wird ein Sprintrennen. Die Black Falcon SLS sind dabei mitten im Geschehen dabei und kämpfen sich nach vorne. Bereits nach 5 Runden sieht das Feld gelb. 2 lange Safety-Car-Phasen nach schweren Unfällen führen die Fahrzeuge wieder dicht zusammen. Diese Gunst der Stunde nutzt auch Black Falcon für die ersten Boxenstops. Thomas Jäger kann in dieser frühen Phase des Rennens mehrere Plätze gut machen, büßt diese aber nach einem Feindkontakt und einem daraus resultierenden Dreher wieder ein. In den folgenden Stunden kennen die SLS von Black Falcon nur eine Richtung, nach vorne, immer weiter in Richtung Spitze des Feldes. Immer wieder kann die Boxencrew mit erstklassigen Stops Zeit gut machen. Während auf der Strecke der Kampf tobt, zeigt sich Spa auch im Fahrerlager von seiner reizvollen Seite. Als langsam die Dunkelheit von der belgischen Rennstrecke Besitz ergreift, liegt die Rote Sau mit Heyer, Jäger und Lemeret am Steuer auf Platz 11 im Gesamtklassement. Auch der zweite SLS der Schwarzen Falken kann mit einem 18. Gesamtrang begeistern und zieht seine Runden durch die Nacht. Mit einem großen Feuerwerk verabschiedet sich Spa vom Samstag. Das Rennen geht in den neuen Tag. Tausende Fans feiern gleichzeitig im Fahrerlager zu den Beats von DJ-Legende Bob Sinclair 24-Stunden-Rennen Spa. Das Motorsport-Volksfest.
der Strecke hingegen wird nach wie vor hart gekämpft. Nun möchte Wettergott Petrus ein Wörtchen um den Rennausgang mitreden. Leichter Nieselregen verwandelt sich in starken Regen. Der Reifenpoker beginnt. Mehrfach wechseln so über Nacht die Wetterbedingungen und die Crew hat alle Hände voll zu tun, die Rennwagen mit den richtigen Reifen auszustatten. Der Regen in den Ardennen wird stärker. Bis auf eine Drive-Thru-Strafe der Roten Sau verläuft die weitere Nacht planmäßig. Die SLS laufen problemlos und drehen schnelle Runden. Als sich langsam das Tageslicht in Spa-Francorchamps durchsetzt, befindet sich der rote SLS mit der Startnummer 35 bereits unter den besten 5. Das Schwesterfahrzeug hat sich zu diesem Zeitpunkt in die Top 20 vorgekämpft. Es sieht zu diesem Zeitpunkt so aus, als könnte die Black Falcon SLS bei ihrem Sturm nach vorne nichts mehr aufhalten. Doch das Rennen hat bekanntlich 24 Stunden. Teilnahme an einem 24-Stunden-Rennen ist gleichbedeutend mit Hoffen und Bangen. Unzählige Dinge können geschehen und somit aus einem planmäßigen Rennverlauf ein vorzeitiges Ende machen. Der Tag ist noch jung, als der bis dato auf Platz 16 liegende SLS von Lebed, Curtis, Van den Heuvel und Van der Kolk mit Aussetzern der Benzinpumpe zur Reparatur in die Box geschoben werden muss. Doch auch hier zeigt die Boxencrew ihre Stärke und wechselt das defekte Bauteil in Rekordzeit. Während die rote Sau weiter unbeirrt schnelle Zeiten in den Asphalt brennt, kämpft der zweite SLS darum, die verlorene Zeit und Positionen wieder gut zu machen. Wenige Stunden vor dem Fallen der Zielflagge taucht auf dem Zeitenmonitor erstmals die 3 vor der roten Sau auf. Black Falcon ist auf Podiumskurs. Doch das Rennen ist noch nicht beendet. Nun gilt es, die Top-Position zu halten, ins Ziel zu fahren. Das große Taktieren beginnt. Noch ist nichts gewonnen. Während das Team Black Falcon sich entschließt, ein wenig Speed herauszunehmen, um den SLS zu schonen, greift der viertplatzierte Audi R8 noch einmal an und kommt näher. Doch Thomas Jäger am Steuer und die Boxencrew haben die Situation im Griff. Taktikpoker bei Black Falcon. Die Anspannung in den Gesichtern der Mechaniker spricht Bände. Nach über 20 Stunden Renndauer wünschen sich alle den Zieleinlauf herbei.
Noch einmal muss getankt werden. Noch einmal muss die Boxencrew Höchstleistung zeigen. Was ihnen auch gelingt. Die letzten 30 Minuten werden für das gesamte Team zu einer Geduldsprobe. Der Audi A8 kommt weiterhin näher. Doch das Team Black Falcon glaubt fest an den Erfolg. Hart hat jeder von ihnen für dieses Rennen gekämpft. Und keiner in der Box wird sich den Podiumsrang nun so kurz vor dem Ende nehmen lassen. Als der viertplatzierte Audi R8 20 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge zu einem Splash and Dash in die Box kommt, ist zwar eine Vorentscheidung gefallen, doch das Rennen noch lange nicht beendet. Doch der Renngott ist gnädig mit Black Falcon. Nach 24 Stunden, 2 Minuten und 7 Sekunden überquert der SLS GT3 AMG von Kenneth Heyer, Thomas Jäger und Stefan Lemery als Drittplatzierter die Ziellinie beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Auch das Schwesterfahrzeug kann mit einem 12. Platz trotz der nächtlichen Reparatur noch einen Achtungserfolg einfahren. Der Motorsport lebt von seinen Legenden. Das Team Black Falcon hat mit dem 3. Rang der Roten Sau nach 40 Jahren zusammen mit AMG eine weitere geschaffen.